Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist das September- und Oktober-Update. Ein bisschen spät, denn wir haben Ende November. Aber da ich vorhabe, das November-Update mit dem Dezember-Update Ende Dezember zu drehen, dachte ich, ich mache das jetzt so, dass ich diese 4 Monate eben in 2 Parts aufsplitte, weil ich eben seit September kein Video mehr gedreht habe. Falls man übrigens im Hintergrund so wundervolles Rauschen hören kann. Mein Nachbar hat genau in dem Moment, als ich die Kamera aufgestellt habe, angefangen, seine Waschmaschine anzumachen. Und demnach hört man jetzt das Wasser rauschen, das direkt neben meinem Zimmer durchgeht. Yay! Aber davon wollen wir uns nicht beirren lassen. Ich hoffe, ihr könnt das ignorieren, falls man es überhaupt hört. Wie gesagt, das hier wird jetzt eine Zusammenfassung der Sachen, die ich im September und Oktober gekauft habe. November war nicht so voll mit Einkäufen und da ich im Dezember plane, auch nicht sehr viel zu kaufen, weil ich da auch Geschenke kaufen muss und so oder möchte, wird es halt im Dezember auch nicht so viel. Demnach macht es für mich irgendwie mehr Sinn, dann November und Dezember auch zusammenzulegen. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit den Sachen, die ich im September und Oktober gekauft habe. Ich weiß nicht mehr, was ich in welchem Monat gekauft habe. Fakt ist, die Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind irgendwann über diesen Zeitraum in meine Wohnung geflattert auf unergründliche Weise. Haben sie ihren Weg hierher gefunden? Dann fangen wir mal an. Und zwar als allererstes haben wir einen Band von EMA und das ist Given Band 2, der ja auch in der Erstauflage mit diesen wunderschönen Prints kommt, die alle so ein bisschen aussehen wie so ein Foto, so ein Schnappschuss. Das finde ich ziemlich cool so als Konzept und deswegen ja, finde ich das auch immer sehr schön und versuche dann auch immer die Erstauflage zu bekommen, damit ich diese Karten dabei habe. Ich habe den tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist übrigens bei den meisten Sachen, die ich jetzt in diesem Update euch zeigen werde, der Fall. Ich habe einiges noch nicht gelesen. Zum Teil liegt es daran, dass ich manche Sachen nicht lesen kann. Also theoretisch schon, aber mir fehlen halt noch Bände dazwischen. Ich habe halt nur schon Bände zum Beispiel wegen Extras oder so vorgezogen, bevor ich tatsächlich an dem Punkt angekommen wäre. Deswegen, ja, konnte ich manche Sachen nicht lesen, für andere hatte ich keine Zeit oder Muse und bei Given ist es tatsächlich so, dass ich so viel von dem Manga erwarte, dass ich mich nicht traue, den zu lesen, bevor ich nicht ein paar Bände hier habe. Versteht man, was ich meine? Also, ich kenne mich und wenn ich dann voll drin bin und nicht weiterlesen kann, dann macht mich das richtig verrückt. Und deswegen habe ich mir bei Given vorgenommen, noch auf den 4. Band so zu warten und dann alle in einem Rutsch durchzulesen. Denn ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube gehört zu haben, dass der 5. Band in Japan noch nicht mal raus ist. Und dementsprechend würde ich dann gerne halt bis Band 4 komplett durchlesen können und dann eben auf den nächsten Band, was ja sowieso eine Weile dauern wird, wenn der noch nicht mal in Japan raus ist, warten. Ja, und deswegen ist der hier halt auch noch ungelesen, aber ich verspreche mir, wie gesagt, sehr viel von diesem Band und ich bin mal gespannt, wie mir die Reihe dann auch tatsächlich gefallen wird, wenn ich sie denn dann anfange zu lesen. Yay. Der nächste Band ist einer, den ich auch nicht gelesen habe. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Und zwar ist das Black Butler Band. Ich glaube, es ist 25? 24? 25, glaube ich. Fragt mich bitte nicht. Auf jeden Fall ist da ein kleines Notizbuch dabei und ich habe hier vor Urzeiten mal auf YouTube ein Video gemacht, bei dem ich euch meine recht umfangreiche Notizbuchsammlung gezeigt habe und dass ich ein kleines, aber feines Sammelproblem habe, wenn es um niedliche oder coole Notizbücher geht. Dieses Sammelproblem ist immer noch da.
Ich habe nicht versucht, es aufzugeben und ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr tun in diesem Leben. Und deswegen habe ich mir auch diesen Band geholt. Tatsächlich steht Black Butler schon seit Urzeiten auf meiner Kaufen, Wunschliste, whatever. Ich habe ihn aber bis heute tatsächlich nie angefangen, weil ich ihn eigentlich bei einer Freundin mitlese, die die Bände kauft oder beziehungsweise gekauft hat bis vor einiger Zeit. Und ja, aber trotzdem wollte ich dieses Notizbuch haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, 25 ist doch eine super Zahl, um in eine Reihe einzusteigen, oder? Finde ich auch. Ja, hab mir deswegen den schon gekauft und habe jetzt ein hübsches Notizbuch mit Sebastian drauf. Und tatsächlich bin ich dann auch so ein bisschen mehr tempted, mal so die anderen Bände langsam, aber sicher, stetig zusammen zu hamstern. Mal gucken, wie mir das gelingen wird. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, deswegen ist der auch nicht gelesen. Das war's schon mit Emma und Carlsen. Kasee war nix dabei. Dafür kommt jetzt noch so eine gute Handvoll Tokio Pop. Und da ist es einmal der achte Band von Citrus geworden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der neunte Band gerade rausgekommen. Den muss ich mir noch kaufen. Mir fehlen immer noch Band, ich will nicht lügen, ich glaube 3 und 4, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fehlen mir immer noch ein oder zwei Bände zwischendrin, dass ich den mal endlich ordentlich weiterlesen könnte. Ich bin aber so überzeugt, dass ich den so oder so weiterkaufen wollen würde, dass ich ihn mir trotzdem weiterkaufe, wenn irgendwelche Extras oder so drin sind. Also, dass ich die nächsten Bände mir dann halt schon besorge. Auch hier war wieder so ein Sonderheft dabei, weswegen ich den auch tatsächlich dann vorgezogen habe. Deswegen hat der Band auch 10 € gekostet. Ja, mit dem Heft ist es relativ dick. Ich bin mal gespannt, wie mir die Reihe weiterhin gefallen wird. Mit Band 10 ist sie ja dann tatsächlich abgeschlossen, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, vielleicht warte ich den einfach noch ab und dann lese ich sie alle auf einmal. Weil jetzt bin ich tatsächlich schon so weit, wenn ich den neunten Band die Tage dann auch noch besorge, dass es eigentlich Schwachsinn wäre, dann alle zu lesen und dann auf den letzten Band zu warten. Also werde ich wahrscheinlich mir mit Band 10 zusammen dann auch noch die kaufen, die mir noch fehlen und dann alles zusammen durchlesen. Und ja, also ich habe ein sehr seltsames Kaufverhalten. Bitte nicht wundern. Aber ich freue mich schon sehr darauf, weiterzulesen. Denn ich mag Yusu echt gerne. Und das, was ich so von anderen gehört habe und auch in Spoilern so gelesen habe, ja, Mei geht mir zwar ab und zu auf den Sack, ganz ehrlich. Ich finde sie manchmal sehr schwer nachzuvollziehen, aber Yusu mag ich recht gerne und deswegen, ja, muss ich den weiterlesen. Dann habe ich mir gebraucht gekauft über Instagram tatsächlich diese beiden Bände. Ja, das spiegelt es natürlich. Scissor Sisters 1 und 2 mit Liebe, Schere und Magie. Yay. Und eigentlich wollte ich versuchen, den ersten Band noch irgendwie mit der Schokocard zusammen zu bekommen. Allerdings ja, gab es dann ein kleines Missverständnis und dann war sie eben nicht dabei. Und ja, auf jeden Fall habe ich die jetzt auch noch nicht gelesen. Ich wollte den Manga eigentlich auch nur lesen, weil an der Story Daigo Stardust beteiligt war. Und der ist ein etwas weird aussehender japanischer Sänger, den ich irgendwie sehr witzig finde, warum auch immer. Ja, ich finde den nämlich nicht so cool wegen seines Gesangs, ehrlich gesagt, aber ich finde ihn unheimlich lustig. Ich glaube, das hat er gar nicht erzählen wollen, aber ist halt leider so. Und das war der ausschlaggebende Grund, warum ich diesen Manga lesen wollte. Und ja, also
Das sind sehr seltsame Gründe, egal. Auf jeden Fall bin ich auf den gespannt. Das ist ja so ein bisschen Magical Girl-mäßig, aber nimmt sich selbst nicht so ernst. Ich meine, die kämpfen gegen Haarmonster und sind eigentlich Friseurinnen und all so ein Zeug. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube, der hat auch nur drei Bände. Ja, mal sehen, wie ich den so finden werde. Ich werde es euch wissen lassen. Ach ja, für alle, die das nicht wissen, ich mache ab und zu Reviews auf meinem Instagram-Account. Ich habe ja früher auch Reviews hier auf YouTube gemacht und dann einzelne Sachen vorgestellt. Aber meistens habe ich einfach nicht so die Zeit, ein ganzes Video zu machen. Beziehungsweise ich komme nach Hause oder ich habe erst Zeit, wenn es schon dunkel ist. Und dann kann ich halt auch keine Review mehr drehen. Deswegen, ich teile meine Meinung zu den einzelnen Bänden oft eher auf Instagram mit, beziehungsweise schneller auf Instagram mit, weil ich da halt einen Post zu machen kann, direkt wenn ich es gelesen habe. Und falls euch das interessieren sollte, der Link dazu ist unten in der Infobox. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, um die Reviews zu lesen, beziehungsweise meinen Account anzugucken und im Feed euch umzuschauen bei den Bildern und was ich da so zu den Mangas schreibe, müsst ihr auch nicht angemeldet sein. Also falls da der ein oder andere denkt, ja toll, ich habe aber kein Instagram, ihr müsst nicht unbedingt angemeldet sein, um ja, meine Posts dort zu sehen. Nur wenn ihr mir folgen wollt, dann braucht ihr halt einen Account. Der nächste Band, der dazugekommen ist, ist dieser hier, Blue Clean. Der stand schon eine ganze Weile auf meiner Liste, aber ich habe ihn irgendwie nie geholt, weil er, glaube ich, 10 € kostet. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Doch, er kostet 10 €. Ja. Und tatsächlich hat aber eine Freundin von mir ausgemistet und mich gefragt, ob ich ein paar der Bände einfach haben möchte, weil sie sie sonst weggeschmissen hätte. Und da auch ein paar dabei waren, die ich tatsächlich noch nicht hatte, habe ich dann halt gesagt, sie kann die mir sehr, sehr gerne zuschicken. Und das hat sie dann auch gemacht und da war eben auch dieser hier dabei. Und da habe ich mich extrem drüber gefreut, denn wie gesagt, ich wollte den schon eine Weile haben und lesen. Tatsächlich habe ich ihn noch nicht gelesen, Schande über mein Haupt. Aber die Story klang sehr vielversprechend. Es geht um Freunde, wo sich dann der eine in den anderen verliebt und er wird aber irgendwie zurückgewiesen. Und dann ist es aber irgendwie so, dass er herausfindet, dass der andere schon mal unglücklich irgendwie in den Jungen verliebt war, dann irgendwie doch versucht, an ihn ranzukommen. Ich weiß es nicht genau, weil ich den Manga nicht gelesen habe, aber irgendwie so war das. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob und wie mir der so gefallen wird. Und der hat auch eine Farbseite und ich finde den Zeichenstil sehr süß, ehrlich gesagt. Das ist alles so ein bisschen einfacher und es erinnert mich ein bisschen an den Zeichenstil von der Zeichnerin von Sternbilder der Liebe, den ich auch extrem toll fand, auch von den Zeichnungen. Gerade weil die so ein bisschen einfacher waren, hat es sehr gut zur Story gepasst und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den Dann hier. tatsächlich einer, den ich gelesen habe. Wer hätte es gedacht, dass das nochmal passiert? Und zwar ist das Golden Love von Hagi. Und den fand ich richtig, richtig gut. Den fand ich so gut, dass ich mir wünsche, dass von dieser Zeichnerin noch viele weitere Manga hierher kommen. Und ich ihn tatsächlich in die Riege meiner liebsten Boys Love Manga mit aufnehmen wollen würde. Also ich habe es getan. Also, er gehört jetzt zu meinen Favoriten. So rum. Ja, den fand ich richtig, richtig gut. Die Story war super sanft, irgendwie total zart. Es hat mich sehr an den Stil von 7 Days erinnert. Also so die ganz frühen Werke von Nerito Takarai. Wer die sehr gerne mochte,
Dem kann ich diesen Manga sehr ans Herz legen. Auch wer, wie hieß der denn? 2345 von Ohana, ich glaube, so hieß der, gerne mochte. Der war ja auch sehr zart geschrieben, und die Charaktere wirkten auch sehr sanft. Den fand ich auch vergleichbar gut vom Stil her. Und hier ist auch eine wunderschöne Farbseite drin. Also die fand ich richtig schön. Es geht um die beiden Jungs, die hier auch auf dem Cover sind. Sein Kater hat seinen Goldfisch gefressen. Weswegen er natürlich entsprechend betrübt ist, und er versucht, diesen Kater zu finden, weiß aber nicht, dass es eben der Kater von seinem Klassenkameraden ist, den er dann auch anstiftet, ihm suchen zu helfen, dass er halt herausfindet, was für ein Kater das war. Und er denkt sich halt schon, dass es seiner war, und ja, es ist ihm natürlich etwas unangenehm. Der Goldfisch steht allerdings noch für viel mehr, denn der hat diesen Goldfisch eben von seinem älteren Bruder bekommen, für den er auch gewisse Gefühle hegt. Und als dieser Goldfisch verschwindet, hat er auch eben das Gefühl, dass das halt etwas zwischen ihm und seinem Bruder nicht mehr da ist, was allerdings noch mehr Gründe hat. Ich will jetzt auch nicht so viel darüber erzählen, weil ich möchte, dass ihr den alle lest, weil ich den so gut fand. Deswegen belasse ich es bei diesem kleinen Teaser. Ja, ich fand den richtig gut. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und kann den wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange keinen so schönen Boys Love mehr gelesen. Sowohl zeichnerisch als auch vor allen Dingen von der Story her. Also ich fand den richtig gut geschrieben, und ich fand die Story so wirklich warm und schön. Und ich habe den im September gelesen, als es noch so ein bisschen warm draußen war. Und ich finde, so, es hat sehr gut gepasst. Es erwärmt einen, genau. Ja, so viel denn dazu. Noch ein Manga, der mir freundlicherweise von meiner Freundin überlassen wurde, von dem ich nicht mal wusste, dass er existiert, ist Utahime. Ich weiß nicht, vielleicht kennen den Manga einige von euch. Ich glaube, der ist bei EMA erschienen. Das war eine zweibändige Reihe, die hieß Olympos. Und ja, das ist von derselben Zeichnerin. Ich habe die Zeichnung auf dem Cover gesehen und dachte, es kommt mir so mega bekannt vor. Dann habe ich den Namen Aki gelesen in dieser Schreibweise und dachte so, das hast du schon mal irgendwo gehört. Und dann habe ich reingeguckt, und es hat mich einfach so hart daran erinnert, dass ich im Internet nachgeguckt habe und gesehen habe, dass das eben derselbe Zeichner ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich kenne diesen Manga halt gar nicht. Ich habe nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass es den gibt. Also ich hatte noch nie was von dem gehört, und habe aber, als sie mir den zugeschickt hat, mal hinten den Text durchgelesen und fand, dass das halt ziemlich interessant klang. Es geht halt um ein Königreich, das von einem König geführt wird, und dieser wird quasi von Sängerinnen unterstützt. Also es gibt eben solche Sängerinnen, die durch ihren Gesang irgendwie den Frieden wahren, und diese Kraft, dieser Gesang wird von Mutter zu Tochter vererbt. Das heißt, es ist eigentlich nicht möglich, dass es einen männlichen Sänger gibt. Aber das Schicksal wollte halt wohl irgendwie was anderes, und darum geht es eben in diesem Manga, um diesen männlichen Sänger, den es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Ich fand, dass das unglaublich interessant klingt, und deswegen freue ich mich auch schon sehr, den dann zu lesen. Ebenso von besagter Freundin habe ich den hier bekommen, der auch schon lange auf meiner Liste stand. Das ist Best Ending von Junta Mio. Ich hatte schon mal, nein, ich besitze schon einen von Junta Mio, der hieß Love Monster. Den fand ich ganz
okay, ehrlich gesagt, fand ich aber die Hauptstory damals eher so, ja, kann man mal lesen, muss nicht nochmal sein. Aber die zweite Story, die drin war, die sich um zwei der Nebencharaktere aus der Hauptstory drehte, die fand ich besser. Hier habe ich ihn noch nicht gelesen, kann deswegen nichts sagen. Ich finde den aber unglaublich dünn. Also der ist richtig, richtig dünn. Und der hat 7 Euro gekostet. Also das finde ich ist ein stolzer Preis. Der hat auch eine Farbseite, die eigentlich sehr hübsch ist. Es geht um einen Jungen, der gerne bei Frauen besser ankommen möchte. Und zur Hilfe, um sich eben zu verändern, nimmt er als Vorlage die Dating Games seiner Schwester. Was ihm tatsächlich auch hilft, in dem Café, in dem er arbeitet, wird er dann total zum Frauenschwarm und zieht aber auch einen Typen plötzlich an. Und ich habe hinten gelesen, dass auch noch eine weitere Geschichte drin sein soll. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hieß, dass eine weitere Kurzgeschichte, also eine eigene Geschichte drin ist, oder ob das hieß, dass es zwei Geschichten sind, aber zu denselben Leuten. Das weiß ich leider nicht. Der Zeichenstil ist schon mal sehr nett. Da ich den anderen Band von Junta Mio, den ich schon mal hatte, oder beziehungsweise irgendwo immer noch habe, weiß der Geier, wo der ist. Ja, da ich den eher so, ja, ein bisschen zwiegespalten gegenüberstand, bin ich mal gespannt, wie ich den hier so finden werde. Allerdings habe ich nicht so große Erwartungen, nachdem ich den ersten schon so ein bisschen skeptisch fand. Aber man soll ja nicht so voreingenommen sein. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der so sein wird, wenn ich ihn dann gelesen habe. Und der letzte Manga für heute, beziehungsweise ist es gar kein Manga im eigentlichen Sinne. Es ist eigentlich sowas wie ein Guidebook. Und zwar ist es dieses hübsche Teil hier. Grimms Manga Fanbuch heißt das ganze Ding. Es ist aber eigentlich wie ein normaler Guide aufgemacht. Das ist aus dieser Hardcover-Edition und hat auch so einen Lack hier vorne drauf. Das finde ich schon mal sehr, sehr hübsch. Und ja, es hat halt auch viele wunderschöne Farbseiten. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Farbseiten zu den verschiedenen Märchen, die man ja in den zwei Bänden von Grimms Manga lesen konnte. Und das Coole ist hier, dass hier halt nicht nur Hintergrundsachen drin stehen, wie halt für ein Guidebook typisch, sondern hier sind auch Kapitel drin. Und zwar sind hier nochmal Zusatzsachen mit Charakteren, die halt schon in den Manga-Kapiteln vorkamen. Hier ist aber auch zum Beispiel das drin, mit dem sich die Zeichnerin bei Tokyopop beworben hat. Also quasi der Prototyp für Grimms Manga. Der ist da auch drin. Und nochmal eine andere Geschichte mit Rotkäppchen, die sie vorher, bevor sie Grimms Manga gezeichnet hat, auch gezeichnet hatte. Ist da auch noch mal drin und halt ganz viele Skizzen und sowas sind auch drin. Ja, auf jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall, wenn man die Manga von Grimms Manga sehr gut fand. Ich persönlich fand es relativ cool, das so ein bisschen zu sehen, auch so die Sachen, mit denen sie sich beworben hat und so. Fand ich schon irgendwie cool. Und vor allen Dingen finde ich die Aufmachung richtig schön. Ich finde diese Perfect Edition von Grimms Manga sowieso richtig schön mit den Hardcovern, weil es halt was von so einem alten Märchenbuch hat. Und ich finde, das passt einfach super gut zu dem Thema. Ja, auf jeden Fall fand ich das Buch sehr cool. Es ist halt so typischer Guide. Und wenn man sowas mag, kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das habe ich auch von meiner Freundin bekommen, weil sie es nicht mehr gebraucht hat.
Die Manga zu Grimms Manga besitze ich schon. Also da gibt es ja zwei Bände plus einen Sonderband. Die zwei Bände sind von Kei Ishiyama selbst und der Sonderband ist mit deutschen Zeichnern, die eben auch Märchen, Kurzgeschichten gemacht haben, was dann eben zusätzlich veröffentlicht wurde. Und ich glaube, die gibt es auch alle in Hardcover-Version. Also falls ihr auf sowas steht, dann müsst ihr danach mal gucken. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ist sehr süß. Ich mag solche Neuinterpretationen von Märchen sowieso sehr, sehr gerne. Und ja, So. die letzten drei Sachen sind dann Merchandise. Kein Update von mir ohne Merchandise. Und zwar haben wir hier einmal zwei wunderschöne Notizbücher von Haikyuu. Einmal von Kageyama und einmal von Hinata. Die fand ich richtig cool und deswegen durften die auch einziehen. Die sind einfach nur kariert und ich glaube, die haben noch immer das jeweilige Cover in ganz klein so in der Ecke. Aber sind auf jeden Fall sehr, sehr cool und haben mir sehr gut gefallen und deswegen durften die auch mit. Und zu guter Letzt ist noch ein kleines Baby eingezogen und zwar dieser kleine Mann hier. So, hier, ich hatte ihn auch schon mal auf Instagram gezeigt. Das ist Murasakibara und zwar ist das ein kleiner Nitotan von ihm. Und ich liebe Nitotan. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon hier ganz viele Nitotan gezeigt. Und ja, ich finde den so süß. Und eigentlich ist er für meine Eaterbag bestimmt. Aber das habe ich ihm noch nicht beigebracht, denn er ist so süß und will immer raus und manchmal kann ich mich nicht zurückhalten und dann nehme ich ihn einfach mit. Ja, also er hat noch nicht so richtig verstanden, dass er eigentlich in diese Tasche gehört, aber er möchte halt lieber die Welt erkunden. Und was soll ich machen? Ich kann ihn halt auch nicht aufhalten. Er wird jetzt langsam groß und deswegen, ja, kann ich ihn dann auch nicht einsperren. Müssen wir einen Kompromiss finden. Vielleicht lässt er sich ja überzeugen, dass er ab und zu mal in die Eaterbag geht. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall, ja, dieser kleine Schatz ist auch noch eingezogen. Und das war's tatsächlich schon mit den Sachen für September und Oktober. November und Dezember gibt es dann Ende Dezember, hoffentlich dieses Mal pünktlich. Ich weiß es wirklich nicht. Momentan bin ich echt zeittechnisch nicht so gut im Managen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Falls ihr welche von den Manga gelesen habt, die ich in diesem Update gezeigt habe, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so fandet oder so, weil, wie gesagt, ich habe so gut wie nichts gelesen und deswegen dürft ihr mir gerne schreiben, wie ihr die so fandet. Dann bin ich vielleicht schon ein bisschen vorgewarnt, falls da irgendwas dabei ist, was sehr kontrovers ist. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Und ja, dann war es das jetzt aber auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!